Ja, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind in Tabu Rasa, wo wir in der letzten Folge hier diese schönen Skulpturen aufgestellt haben, beziehungsweise die Quest fertiggestellt. Gut, und dann machen wir jetzt weiter und gucken mal, was wir noch erledigen können. Beziehungsweise wir gucken jetzt mal, ob da Edelsteine rausgekommen sind, wo wir letztens die Viecher gefüttert haben. Jetzt mal hier in der Nähe. So, das war irgendwo da drüben. In die richtige Richtung. Ja. Tomaten mitnehmen. Nicht schon im Gehege? Nee, dort geht's los. Ach, da ist einer. Ich frage, ob die das hier in der Wildnis fallen lassen. Jetzt überall noch Zeug suchen muss, was die noch Hinterlassenschaften von denen. Ne, jetzt scheine ich wieder nicht im Gehege zu sein. Okay. Gucken mal hier, ob da irgendwo was. Ja, hier liegt was. Zwei Saphir. Bananen interessieren uns nicht. Ein Opal. Ah. Da sind zwei Odonit. Saphir. Und sogar ein Diamant. Die Frage, ob das die Dinger sind, die sie gegessen haben. Beziehungsweise die sie nicht gegessen haben, ob die einfach weg sind. Also ob man warten muss, bis sie die geschluckt haben. Ich würde noch einmal ein paar hier lassen, ein paar verfüttern. Leuchtsteine. Aber vielleicht nicht ganz so viele. Stehen sie zwar gegenseitig im Weg, aber na, ja. So kann man quasi gute Edelsteine formen. Schon einer gefressen? Nee, haben es noch nicht geschafft. Hm.
am falschen Knopf. Dem, den ich vors Maul gelegt habe, der ist es nicht. Der von weiter drüben kommt her. Gucken. Bei dem aus hat er beide gegessen. Einmal. Der andere hier drüben. So viele Knöpfe, die man alle drücken kann. Ich drücke immer die falsch. Irgendwo müsste noch ein anderes sein, aber das. Das sind ja fünf, das sind vier. Irgendwo muss noch einer rumstehen. Jetzt ist noch einer versteckt. Vier, genau. Nur wer weiß. Das lass mal sein, jetzt gehen wir nach Coronia und geben die Rodonides ab. Mal sehen. Dann will sie vielleicht Diamanten. hier. Sogar höher als die Insel dort. Fast. Die Insel dort war sicher auch schon. Ist da überhaupt was zu finden gibt. So. Welche Seite ist denn? Bin ich bei Coronia oder bin ich. Ne, ich bin nur ganz Falsches rausgekommen. Ich bin im Todesberg. Genau, dort sind die zwei Echsen, da wollten wir auch mal gucken. Da will ich eigentlich hin. Immer schön eins nach dem anderen. So. Hier gab es ja auch noch ein paar Aufträge, die man noch machen könnte. Sind wir wieder im Geschäft. Oh. Saphire sind, kriegen mehr raus als für die Rodonids. Wow, da kamen wir richtig reich. Nee. Nee, 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 nee. Außerdem habe ich nicht so viele. Jetzt gucken wir mal erstmal zu den zwei Echsenseen hier oben. Fliegen wir mal von oben ab, vielleicht sehen wir noch einen Schrein. So. Zumindest haben wir jetzt erstmal keine Geldsorgen. Da kommt der Drache. So. Da unten.
geht eine Schiene lang. Dort unten ist ein Feuer. Zum einen interessiert mich natürlich die Lohnschiene hier. Und zum anderen gucke ich mal, was dort qualmt. Ist ja zwischen den zwei Seen, sozusagen. Muss ja jemand sein. Hey, was macht denn ihr? Ihr wollt bestimmt ja für Ordnung sorgen, oder? Hey. Was gibt's denn? Mal schon was anderes anziehen. Wir sind gerade im Einsatz gegen diese Monster. Moment mal, Link. Aber ja, du bist es. Erinnerst du dich an mich? Thorin. Wir haben uns in Schloss Hyrule bei der Suche nach der Prinzessin kennengelernt. Sag mal, bist du etwa hergekommen, um zu helfen? Wir rücken gerade vor, um die Monster zu besiegen, die ein Stück weiter davon ihr Unwesen treiben. Wir wollen uns zunächst ihren Aufenthaltsort nähern und dann sofort angreifen. Bis dir nichts ausmacht, Link, dann hilf uns doch, dieser Monsterplage ein Ende zu bereiten. Na, warte mal. Aufladeangriff, Ausdauer erhöht. Aha. Gut, und Waffe. Kann man eigentlich das Master Schwert nehmen. So. Bring Eldin Frieden. Da unten den Schrein haben wir sicher schon, oder? Guck. Ja, den haben wir schon. Das ist ja eine Höhle. Entdeckt. Monsterhöhle am Darmansee. Macht sie nieder. Dann kommt mal rein. Komm auch mit. Sehen, was da für welche sind. Ach, da, wie ist denn der mit dem Pferd jetzt so schnell da reingekommen? Ist der an mir vorbeigeritten? Wo sind sie denn? Ach, da. Hey. So, das sind schon mal die zwei. Mal einsammeln. Sehen aber nicht, wenn er so dazwischen läuft. Erstmal die Zwittlehne. So, jetzt. Hier. So, was jetzt nochmal blind wieder hin? What? Geschafft, hier haben wir alle erledigt. Wir haben gewonnen und das nur, weil alle so hervorragend gekämpft haben.
Link, hab Dank für deine Hilfe. Dürfte ich dich vielleicht bitten, mir einen Augenblick lang zuzuhören? Oh. Du hast die Bestien fast im Alleingang in ihre Schranken gewiesen, Link. Alle Achtung und riesigen Dank. Ach und Link, die Waffe, die du da trägst, das ist doch das viel besungene Masterschwert, sehe ich richtig? Ich hörte bereits, wie besonders es ist. Welch wonniger Anblick. Danke, dass du mir so etwas Prächtiges zeigst. Hier dein Lohn und vielen Dank für all deine Mühen. Und ein silberner Bean. Link, ohne deine Hilfe hätten wir diesen schwierigen Einsatz nie und nimmer zu Ende bringen können. Wir begeben uns nun als nächstes zur Brücke von Akala, irgendwo im Nordosten Hyrules. Die Monster schlafen schließlich nicht. Na gut, oder doch? Manchmal eben. Das ändert aber nichts daran, dass unsere Arbeit weitergehen muss. Fürs Erste heißt es damit leb wohl, Link. Ich hoffe inständig, dass wir uns dereinst erneut begegnen werden. Möge Göttin Hylias Segen dich auf deinen Reisen behüten, o Recke. Bringe Eldin Frieden, haben wir auch geschafft. So. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was hier an Monstermaterialien hinterblieben ist. Und die verschossenen Holzpfeile, die nicht getroffen haben. Aber natürlich auch Leuchtsamen. So. Und vielleicht gibt es ja an der Höhle sonst noch was. Blauer Bock, Blindzeug. Silbernes Moblinhorn. Hier geht's noch tiefer rein. Ich weiß nicht, wie der funkelt, aber vielleicht funkelt er ja in einer guten Farbe. Da bin ich mir zwar nicht sicher, aber dann kriegt jetzt mal eins mit dem Ding drauf. Ne, hat nur Steinsalz gebracht. Also sie müssen schon richtig gelb funkeln, damit es sich lohnt. So, also den haben wir auch entdeckt. Gehen wir nochmal die Runde weiter. Noch irgendwo Monsterzutaten, Materialien liegen. Und ich gehe mal hier wieder raus. Hier liegt noch Zeug. Waffentasche ist voll. So, dort geht's raus. Guckt, ob noch ein paar Donnerblumen irgendwo hängen. Und die nehme ich auch immer gerne mit. So, also wenn wir da unten den Schrein schon haben. Wird es trotzdem zwischen den zwei Seen irgendeine Geschichte geben. Ich kann ja gleich nochmal nachlesen. Na? Ja.
Okay, jetzt sind wir oben auf diesem Torbogen. Jetzt gucken wir nochmal auf der Karte, beziehungsweise ja, was in der Aufgabe stand, ne? Wir haben jetzt noch zweimal Frieden, könnten wir noch zweimal bringen. Schatz der Exalfos-Seen. Mhm. Großer Bruder schützt den Schatz, kleiner Bruder macht drauf Hatz. Aha. Die Exalbrüder im ewigen Streit über den Besitz des Schatzes entzweit. Die Seen sind auf der Nordseite des Todesbergs ungefähr auf halber Höhe. Hm. Die Markierung nützt uns nichts, aber zwischen den Seen. Einer macht, der Kleine macht drauf Hatz, dann müsste der Kleine ja drauf zeigen, sozusagen. Aber welcher ist der Große? Die sind beide gleich groß, ne? Wir können erstmal beim Maul vom Größeren, von dem Oberen gucken. Ob wir da nochmal hochkommen. Möglicherweise bei den Monstern da. Hm. Muss ich da klettern? Ich würde lieber von oben kommen. Ich gucke mir es mal von oben an. Dann nochmal hierher und runterfliegen. Muss ich nicht so lange klettern. So, und jetzt wieder nach unten. Also hier sehe ich keinen Schatz. Ja, doch hier unten irgendwo sein. Vielleicht hier dazwischen. Ist da. Da was? Nee, das sah nur ein bisschen so aus. Kannst du mal einen Pfeil drauf schießen? Oh. Oh, du hast mich gefunden. Aha. Zufall. Aber das zähle ich noch mit. Gelee. So, somit zwischen den zwei Dingern kann er noch mal weiterlaufen. Also in Richtung des unteren gehe ich jetzt. Okay, hier ist irgendwas. Da brauche ich aber unseren geronen Freund, weil ich meine Donnerblumen für wichtigere Sachen brauche. Bin ich gerade hier eingeachtet. Entdeckt. Echsenbau.
Okay, kommt mal mit, mal sehen. Das wird wohl der Schatz sein. Udania-Helm. Der Helm eines Kriegers, der in längst vergessenen Zeiten die Goronen beschützte. Er soll das Band mit den Goronen stärken, wenn er von einem Hylianer getragen wird. Brandschutz. Mhm. Okay, das hört man. Ist hier sonst noch was? Ja, eine Donnerblume. Nehmen wir alles mit. Können wir alles gebrauchen. So. Dann war doch dieses Restaurant hier unten. Einmal Goronias hin. Wo hat das mit dem Restaurant? Hier ein bisschen die Straße runter, ne? Ne, hier war das nicht. Hier war das. Oder? Zum Stegstein, genau. Da wollte irgendwas, aber da war er noch unter dem Einfluss von irgendwelchen von komischen Steinen. Die Steine haben wir ja jetzt vernichtet. Gucken mal. Jetzt müssen wir mal einen Questlog gucken. Der Stegstein. Das hier ist doch viel besser als irgend so ein Felsenfilet. Na gut, ich sollte wohl wieder zu den Höhlen am Ende des Dolorenschienen zurückkehren. Aber wie geht's dann weiter? Ich will nochmal mit dem sprechen. Ich kann nur mit dem sprechen und das nehmen. Am Ende der Lorenschienen. Wo waren die? Die waren da hier oben. Oder? Hier sind Lorenschienen. Blutmond? Blutmond. Gehen wir schnell. Kommt gleich wieder. Ich bin nur bei Blutmond. Wenn man bei Blutmond kocht, hat es, glaube ich, größeren Effekt. Und das wollen wir mal ausprobieren. Kann zwar sein, hier ist auch eine Kochstelle, aber. Kochtopf. Ich finde den Kochtopf nicht. Sehen. Ich weiß auch nicht, wann man das reinschmeißen muss, aber. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das funktioniert, aber. Wir hatten ja so Maxi-Zeug. Nein. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Hoffentlich habe ich es jetzt nicht vor. Hoffentlich klappt es trotzdem. Jetzt müssen wir auf den nächsten Blutmond warten. Ausdauer. Ach, das war nur ein Ausdauertyp. Ich wollte ja einen Maxi-Barsch. Ich dachte, es wäre ein Maxi-Barsch. Da. Abbrechen. Plus 3. Ist das jetzt besser als normal oder nicht? Ich weiß es nicht, aber wir machen einfach. Wurscht. Wir müssen jetzt ein bisschen auf mein späteres Zeug vorbereiten, ne? So. Jetzt hat man noch anderes Maxi-Zeug. Ich will auch mal die Pizza kochen. Einmal Weizen. Einmal. Da ist Maxi, eine Maxi-Dingsbums. Tomate brauche ich. So, und wo ist denn der Käse? Wir hatten doch einen Käse gekauft. So. Sehen.
Tomatenpizza. Eine mit frischen Hyrule-Tomaten belegte Pizza. Der geschmolzene Hateno-Käse macht sie unwiderstehlich. Sehr gut. Kann man bestimmt auch mit anderem Zeug belegen, ne? Na gut. Maxi-Zeug wollten wir kochen. Eine Provianttasche ist voll. Das gibt's auch. Okay. Wusste ich gar nicht. Plus 1, ne? Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Also, wir müssen mehr Zeug essen. So. Die Schienen dort. Gehen Sie lang. Was ist hier? Hier hätte man auch kochen können, aber das war eh das Feuer aus. Gehen hier rein. Was steht denn da? Hinweise für hygienische Hilfsarbeiter. Vor Betreten der Höhle unbedingt Vorkehren zum Brandschutz treffen. Reicht die bereitgestellte Brandschutzmedizin nicht, lässt sich mit Löschechsen und Monsterzutaten neue herstellen. Können wir gleich mal so eine Medizin nehmen. Brandschutzmedizin. Oder wenigstens Platz. Scharfe Medizin. Nee, das ist kein... Das hier. Restaurant Ostschacht. Ob ich ohne Lore dahinter komme, ne? So ein Stein muss ich, so ein Dings muss ich holen. Ich brauche eine Lore. Da steht eine. Drum. So, jetzt brauchen wir noch einen Speckstein. Und das ist unser Kapselspender. Sowas. Richtige Stein. Hey, was?
Das ist ja ein Felsenfilet. Hey, du da. Das ist ja ein Felsenfilet. Würdest du es hier gegen eintauschen? Vielen, vielen Dank. Du hast dein Gut bei mir. Ah. So, Chefkoch. Jetzt sind wir quitt, richtig? Ich habe mein Felsenfilet, also sind wir quitt, ja? Puh, gerettet. Mir geht nichts über Fleischgerichte. Also bin ich Hals über Kopf aufgebrochen, als ich von diesem Restaurant hörte. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sie hier Felsen servieren. Das hier ist das seltenste Objekt, das ich besitze. Ich möchte mich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Bitte nimm es an. Ein großes Energiesphär. Oh, sag mal, hast du schon davon gehört, dass eine unbekannte Tierart gesichtet worden sein soll? Ja, habe ich. Wenn an dem Gerücht was dran ist, muss ich erfahren, ob es sich um Tiere handelt, die zum Verzehr geeignet sind. Ich esse nun mal für mein Leben gern Fleisch. Deshalb habe ich mir überlegt, mich mal am Stall umzuhören und dann nach diesen unbekannten Kreaturen zu suchen. Aber wo unbekannt? In diese Kategorie fällst du bei mir nicht mehr. Falls sich unsere Wege wieder kreuzen sollten, dann sprich mich an. Mach's gut. Na tschüssi, schön aufessen geschafft. Herzlich willkommen im Restaurant zum Steakstein. Unsere Steakspezialitäten sind die besten in ganz Hyrule. Ob du nun Gorone oder Hylianer bist, wir machen dir garantiert den Mund wässrig. Wenn du ein Steak möchtest, das Menü für Hylianer findest du direkt über dem Grill. Und ich bin wirklich froh, dass du Hylianer bist. Im Moment wird das Felsenfilet knapp und ich habe auch ehrlich keine Ahnung, wo wir welches hernehmen sollen. Es ist eine der Hauptzutaten unserer Speisekarte für Goron und ich kann hier nicht weg, um welches zu suchen. Felsenfilet, sonst nichts. Oh ja, ich könnte den Felsenfilet jetzt nochmal holen. Dann nochmal, nochmal. Weiß ich aber nicht, was ich dafür kriegen würde. Was ist mit dir? Boah, bin ich voll. Hey! Hallo, mein Freund. Schön, dich wiederzusehen. Ja. Danke nochmal für die Hilfe. Als ich in den Ruinen in Firone eingeschlossen war. Ach so, du warst das. Wärst du nicht gewesen, wäre ich wahrscheinlich an Bauchimplosionen eingegangen. Danach habe ich meine Kumpanen wiedergefunden und wir haben die Überprüfung der Kartografiertürme abgeschlossen. Auf unserer Reise habe ich öfters gehört, wie grandios gut das Essen beim zum Steakstein schmecken soll. Und jetzt hatte ich endlich mal genug Zeit, um das mit dem eigenen Gaumen zu überprüfen. Wenn du Hunger hast, solltest du unbedingt auch mal hier essen. Es war so lecker. Ich werde Haloda und Schnabuda ewig damit aufziehen, dass sie nicht mitgekommen sind. Haloda? Haloda ist ein Kollege von mir und wenn dir einmal auffällt, dass er gern Weiste sagt, merkst du es dauernd. Ich war mit ihm am Todesberg, da kam er auf die Idee, die Goronenquelle zu besuchen und ist weiter aufgestiegen. Dabei wäre doch hier auch schon eine heiße Quelle gewesen. Na, vielleicht hat er ja ganz spezielle Vorlieben. Es wäre schön, wenn Haloda und Schnabuda hier wären. Schnabuda? Schnabuda ist ein Kollege von mir, das ist ein Orni-Zimmermann mit einem ganz feschen Stirnband. Ich hatte ihn gefragt, ob er ins Restaurant mitkommen will, aber er meinte, er hätte es nicht so mit Fleisch. Er ist da sehr stur. Selbst wenn er einen Mordshunger hat, würde er kein Fleisch essen. Er ist dann nach Süden abgeflogen und sagte, er wolle Fisch essen gehen. Na gut. Sonst noch jemand hier? Da ist noch einer. Ach, du bist der Zeichner. Ah, du bist es. Es wird jetzt langsam zu dunkel zum Malen. Ich habe schon viele Landschaften gemalt, doch die kleine Insel, die dort in der Ferne schwebt, fasziniert mich besonders. Warum schwebt sie? Wer hat das verbracht und zu welchem Zweck? Ihre Form lädt förmlich zum Malen ein. Ich werde die Insel weiter studieren, sobald der Tag anbricht. Naja, wir waren schon auf allen Inseln, die so aussehen, ne? Okay, hier ist niemand mehr. Dann... Okay, in dem ist eigentlich noch... Oder da sitzt noch einer. Ach, der hat auch was. Geld spielt keine Rolle. Was? Geld spielt keine Rolle? Klingt gut. Jammer, schade, aber Schlemmstein scheint nicht mehr auf der Karte zu stehen. Ich habe eine Reise unterbrochen, um ihn probieren zu können, aber diese Delikatesse ist mir wohl entgangen. Ach je, wo bleiben meine Manieren? Ich hätte mich längst vorstellen sollen. Ich bin Easton. Ich habe jeder der
Weltbekannte Art Stein gekostet, deswegen nennt man mich auch Eastern den Steinschmecker. Sag, hast du vielleicht Feuerstein? Denn du musst wissen, ich habe bereits eine neue Delikatesse im Auge. Ganz selten findet man nämlich einen gereiften Feuerstein. Für einen solchen Feuerstein zahle ich 1000 Rubine. Äußerlich ist er nicht von einem normalen Feuerstein zu unterscheiden. Man erkennt ihn allein am Geschmack. Der gereifte Feuerstein. Ah, dieses Aroma, das mir in mein Näschen steigt. Gehe ich recht in der Annahme, dass du Feuerstein besitzt? Klar. Ob es sich auch wirklich um gereiften Feuerstein handelt, erfahren wir erst, wenn ich ihn verkoste. Wie viel Stück Feuerstein möchtest du mir geben? 20. Weiß gar nicht, wie viel ich habe. Normalerweise isst man Feuerstein, indem man ihn unter die Zunge rollt, ohne dabei jedoch ein Geräusch zu machen. Was haben wir denn da? Nur gewöhnlicher Feuerstein dabei. Weil gereifter Feuerstein äußerst selten ist, kann sowas natürlich vorkommen. Ich scheue keine Kosten für gereiften Feuerstein, würde mich freuen, wenn du mir mehr bringen würdest. Na, dann machen wir mal kurz. Wir können ja mal speichern. Vielleicht haben wir dann zufällig Glück. Und wenn nicht, können wir dann nochmal versuchen. Erstmal gucken, wie viel Feuerstein ich habe. 49. Gereifter Feuerstein. Scharfe Kanten, die die Zunge sanft reizen. Das zarte Knirschen, das mit jedem Bissen kräftiger wird. Kein Zweifel, ein solches Fest für die Sinne bietet nur gereifter Feuerstein. Hier sind die versprochenen 1000 Rubine. Großartig. Wunderbar. Das war mir eine wahre Freude. Okay. Gut, dann machen wir weiter. Gucken wir nochmal ins Tagebuch, was es noch war. Bei den Goronen gab es bestimmt noch was. Da gab es doch noch diese Mondgeschichte, ne? Wenn du dem Koch Bardas Felsenfilet bringst, kocht er dir sein Spezialgericht. Hier. Sie erinnern sich an Goronen im Mondlicht. Die möchten den Mond ansehen, zwar an einem Ort, an dem der Vollmond mitten am Tag scheint. Sie erinnern sich allerdings nur noch daran, dass am Kusatzsee in der Schlucht von Eldin war. Hätten sie ein Bild des Vollmonds... Okay, Kusatzsee in der Schlucht von Eldin. Kusatzsee. Schlucht von Eldin. Dort? Nee. Du musst wissen, was die Schlucht von Eldin ist, ne? Da ist der Kusatzsee. Und dann gehen wir zum Turm. Also hoch wäre gar nicht nötig gewesen. So. Karte. Da ist das See.
Was hat es damit auf sich, wenn man dort auf so einer Plattform landet? Ach, da waren die wahrscheinlich die verschiedenen Kisten drauf, ne? Das ist der Kuhsatzsee und da muss irgendwo in die Höhle. Ah. Sonnenlicht fallen. Wo ist denn die Sonne? Wahrscheinlich da durch diese Öffnung. Höhle am Kuhsatzsee. Ich scheine da bestimmt da drauf. Jetzt weiß ich bloß nicht, die Zeit schneller vergehen lassen. Ich könnte es zwar Mittag machen, aber es könnte zu spät sein. Wir sammeln hier erst ein bisschen ein. Dann kommst du mal her, wir sprengen mal hier das weg. Wo ist denn der Dicke? Ah, hier. Dachte ich mir, dass da wieder Erd drin ist. Sonne auch noch ein bisschen aufsteigen, ne? Jetzt können wir an den Höhlenwänden mal gucken, ob irgendwo Donnerblumen sind. Haben wir auch nicht die Massen. Weil das hier so ein, dass da drüben auf dem Fels dann so ein bisschen aussieht, als würde der Mond scheinen. Wenn die Sonne hier, ah, da wandert die Sonne. Wir bringen mal, ach so, schnell noch Fotos löschen, damit wir das fotografieren können. Die brauchen wir alle nicht mehr. Die haben wir ja schon. So, muss reichen. So, und jetzt mal Foto-Dings einstellen, das würde gehen. So, da ist die Sonne, die wandert jetzt runter. Mal gucken. Noch sieht's nicht wie Mond aus. Da oben kreisen Vögel. Ich denke, die... Ich kann ja hier warten und dann für euch die Folge ein bisschen die Zeit vorspulen, beziehungsweise dann hier wieder reinschneiden, wenn die Sonne weiter runtergewandert ist. Genauso wird's gemacht. Also ich bleibe jetzt hier mal stehen und warte eine Weile. So vielleicht, ne? Jawohl, Vollmond auf dem Boden. Check haben wir gespeichert. Na dann, zurück zu den beiden.
war das nur? Ich dachte, dass ich es endlich etwas ruhig angehen und zusammen mit Volkan den Mond betrachten könnte. Ich hätte auch damit gerechnet, dass sich keiner von uns mehr daran erinnert, wo das genau gewesen ist. Wenn ich nur ein Bild davon sehen würde, wie der Vollmond auf dem Boden leuchtet. Vielleicht würde mir dann einfallen, wo sich der genaue Ort befindet. Hier, sieh mal. Sieh sich einer das an. Da gibt's gar keinen Zweifel. Der runde Mond scheint genauso auf dem Boden, wie er es getan hat, als wir noch kleine Kiesel waren. Das ist es, ich erinnere mich. Es war am westlichen Ufer des Kusatzsees. Ich danke dir, junger Hylianer. Dank deiner Hilfe erinnere ich mich nun deutlich an den genauen Ort. Ich habe an nichts anderes mehr denken können und fühle mich nun wie befreit. Es war sicher ganz schön schwierig, diesen Ort zu finden, oder? Hier, das möchten wir dir zum Dank geben. Noch mehr Geld. Tja, dann sollten wir besser keine Zeit mehr vertun. Es ist schließlich schon eine Weile her, dass wir verreist sind. Da gibt es etliche Vorbereitungen, die getroffen werden wollen. Das sind Vorbereitungen, für die ich mindestens 10 Jahre brauchen werde. So kenne ich dich. Du warst immer der Schnellere von uns beiden. Egal, wie sehr ich mich beeile. In weniger als 15 Jahren habe ich meine Vorbereitung sicher nicht abgeschlossen. Na dann, Kronen im Mondlicht. Gut, gucken wir mal, was... noch gar vielleicht? Elden Riesenfossil. Da gucken wir jetzt nochmal nach. Da war ich zwar schon und habe niemanden gefunden, aber das kann doch nicht sein. So, wenn die angeblich dort ist. Dann gucken wir mal, ob dort noch irgendwo auf der Markierung zumindest jemand ist. Haben doch gerade hier sowas gekriegt. So. Komm ich hier einen Deckensprung hoch? Irgendwo. So, dort müssen wir lang. Da ist auch was Fossil, aber da war ja niemand, obwohl sie uns da treffen wollte. Vielleicht ist ja jetzt jemand, oder? Wir haben nicht richtig geguckt, kann auch sein. Vielleicht, wenn wir der Markierung folgen. So, das ist das Riesenfossil. Aber wo ist die, die uns da treffen wollte? Also wir stehen genau auf der Markierung. Dort ist ein Zelt. Hier ist niemand. Da ist ein Wolf. Oh, jetzt gucke ich nochmal. Ach, da. Okay, da ist jemand. War die da? Aber letztens war die nicht da, wo wir hier waren, oder? Oh, du bist also auch hergekommen. Sieh nur. Dir nur die Augen des kleinen Kolosswals an. Es ist sehr selten, dass Fossilien von Augäpfeln erhalten bleiben. Aber der Augapfel des linken Auges fehlt. Aha. Ah. Ja, dann war der Weg wohl umsonst, wenn ich das Fossil doch nur komplett mit beiden Augen sehen könnte. Der zweite Augapfel muss doch hier irgendwo sein. Für diesen Anblick würde ich sogar Geld bezahlen. Nochmal Geld. Oh, gut. Aber wir haben ja den Augapfel schon gefunden. Wir wussten bloß nicht, dass es ein Augapfel ist. Wo muss der rein? Dort muss der rein. Den haben wir sogar schon freigesprengt. Der liegt jetzt auch hier ganz frei. Da war in dem Steinhaufen drin, ne? In dem
hat man rausgeholt. Wir wussten bloß nicht, was es ist. Und die haben wir dort auch nicht gefunden, aus irgendeinem Grund. So. Erstmal ablegen. Gucken, wo muss der hin? Nach vorne. Geht nicht rein. Älter? Okay, einigermaßen. Wo sind die jetzt? Ich hoffe, da fällt nie raus. Das sind seine Augen. Ach, dann war der Weg wohl umsonst. Er versieht doch nur komplett mit beiden Augen. Nee, das war es noch nicht. Okay, dann muss ich das Auge. Ist das die richtige Stelle? Ich hoffe mal. Ein bisschen hin und her wackeln. Vielleicht kriege ich es ja richtig rein, wenn ich. Wenn ich es von innen befestige. Ein bisschen ziehen. Der Weg wohl umsonst. Guck doch mal hin. Was? Wirklich? Ja, wirklich. Wie toll, jetzt hat er wieder zwei Augen. Ach, dieses große, furchtlose Gesicht, die niedlichen, runden Äuglein. Ich liebe diesen charmanten Gegensatz. Mit zwei Augen ist er einfach unwiderstehlich. Du hast ihn also für mich wieder ganz gemacht. Tausend Dank. Hier, für deine Mühe. Keine Widerworte. Nimm es ruhig. Na gut. Ich würde gern noch bleiben und dem kleinen Kerl hier Gesellschaft leisten, aber dort draußen warten noch zwei weitere Kolosswale auf mich. Ich denke, ich werde mir als nächstes den Kolosswal in Hebra ansehen. Lass mich nur kurz einen Blick auf eine Karte werfen. Hier, guck mal. Angeblich soll er irgendwo dort sein. Ach, ich bin ja schon so neugierig, wie dieser Kolosswal wohl aussehen wird. Jetzt muss ich aber wirklich los, sonst platze ich noch vor Vorfreude. Check. Riesenfossil. Auch geschafft. Wunderbar. Gucken wir nochmal auf die Karte. Beziehungsweise in die Aufträge. Ich wollte mal gucken. Ich habe ja ein Bild von einer Geoglyphe, ob das funktioniert. Ah, hier drüben. Aber vielleicht muss es die Geoglyphe da drüben sein, die will. Weiß ich nicht. Unbekannte Tierart. Legendäres Schwert, ja. Denk vielleicht nochmal. Bla, sehen wir mal. Aber unbekannte Tierart. So. Ich habe beides gefunden. Während ihr euch unterhaltet. Okay, die reden nur. Der Helm sieht lustig aus. Ich hab zwar ein Bild von Geoglyphe, aber es gilt aus irgendeinem Grund nicht. Na gut. Dann gucken wir halt bei diesem Wal, beim nächsten Wal. Keine
kalt, dann muss ich was anderes anziehen. Und jetzt mit dieser Helm da nichts, aber vielleicht gibt es ja auch einen Helm von Dorni. Noch kälter. Ja, muss ich auch noch die Winterschuhe anziehen. Ist eigentlich eine Karte? Ja, das ist das Ding da oben. Achso, ich hätte mich auch hier oben hin teleportieren können. Da hätte ich nur runterhopsen müssen. Oh, und dann wäre ich auch dem Drachen nicht in die Quere gekommen. Und da ist wieder so einer. Hatte ich bestimmt schon, um irgendwie einen Schrein zu machen. Na kommt. Wir haben nicht so viel Zeit und machen es von hier aus, dann dauert es nicht so lang. Zwar ein ganzes Stück runter, ich werde nicht aus Versehen in den Schrein reingehen. Den haben wir ja schon gemacht. Ja, hier müssen wir einfach runterhopsen. Da läuft auch wieder so einer. Was ist denn das da? Ist da vielleicht noch was Gescheites dabei, was Interessantes? Bin. Merkwürdig. Ja, was hat denn der auf der Schulter? Nichts Ungewöhnliches. Also das ist einfach nur so ein Blockkonstrukt. Bewacht der irgendwas Interessantes? Achso, hier ist ein Trampolin. Ich wollte aber zum Riesen passieren, ne? Man geht einfach da nur im Kreis und... Naja, wir gehen jetzt zum Riesenfossil. Das dürfte jetzt nicht mehr weit sein. Was soll denn das bedeuten? Das hier in der... Ist das im Eis eingefroren? Bandschrein in der Nähe. Das ist schon mal interessant. Vielleicht unter dem Eisblock. Hier unten. Ja, was, wo ist jetzt das Riesenfossil? Das ist ja... Ich dachte auch, wir hätten das hier schon irgendwo gesehen.
mal hier hinten um die Kurve. Ich dachte nämlich, es wäre irgendwo hier hinten gewesen. Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht war es auch ein Breath of the Wild, oder? Nicht zu verwechseln. Zum Glück habe ich jetzt zu viel Ausdauer. Untergrund? Ah, nee. Da, ja, dann ganz. Ja, hier. Aber so weit glaube ich nicht, dass man. Dass das so weit strahlt, dieses Geräusch. Gehen wir in die Richtung und gucken. Hier nichts zu tun, ich weiß. Da ist ein See. Ah. Versteckt. Wieder sowas. Dieser Schrein bannt und läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Ich weiß, ja, ja. Puh. Nacktes Überleben geschlichen. Also runter. Lass mal gucken, ja. Ich an allen vorbei. An allen vorbeischleichen, wollte ich sagen. So, dann gucken wir mal, was wir hier alles haben. Hier noch was? Nee. Gucken, wir hatten ja da schon einen gesehen. Ah.
Blitzknibbel. So. Aufpassen, jetzt haben wir gar nicht mehr so viele Herzen. Schön. Und da geht's auf. Gut, habe ich jetzt wieder das an, was ich. Ja. So, was ist hier drin? Saphir. Okay. So. Und wieder raus. Beziehungsweise erstmal unser Dingsbums abholen. Dann dürften wir wieder 4 haben. Jawohl. Und da sind wir wieder draußen. Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal gucke ich nochmal nach dem Kolosswal. Und dann gucken wir, was wir noch an offenen Aufträgen haben. Und dann geht's weiter. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Euer Astronier. Tschüssi.